Hallo meine Lieben, guten Morgen. Guten Morgen, wir sind zurück bei Stellaris. Letzte Folge haben wir den letzten Baul quasi erlöst von seinem Leid und haben ihm erklärt, dass seine Kumpels, also sein Baumwesen, die existieren nach wie vor, aber ohne Bewusstsein. Also, ja. Ohne Bewusstsein, dann haben wir hier den letzten Baul, hier sieht man ihn in seinem Tank. Und wir können ihn für 3000 Einigkeit aktivieren. Das ist wirklich nicht viel. Und wir können die aktive Entscheidung nutzen, dass wir einen Planeten zu einer Gaia-Welt machen. Wow. Mega geil. Und der passive Effekt ist, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Bewohner 10% erhöht ist. Leute, wie krass ist das denn? Wie krass ist das? Was wir jetzt mal gucken müssen, ist ein bisschen hier unser Energy Credits, plus, ich glaube, ich hatte es doch noch gesenkt. Jetzt bin ich mir auch nicht ganz sicher. Bei diesem Iron Man, da kann man ja nicht speichern. Ja, inwiefern wir jetzt hier gerade zurückgeworfen sind. Keine Ahnung. Ich glaube nicht viel. Ich glaube, wir sind nie viel zurückgeworfen. Das müsste eigentlich schon alles passen. So, wir gehen auf jeden Fall mal ein bisschen runter mit den Legierungen. We have mastered a new technology. Ja, ein bisschen weniger und haben ein Surplus von Megakohle. Also wir können doch tatsächlich da ein bisschen hochgehen. Noch, das macht wirklich viel aus, weil die Legierungen, die sind halt, wenn wir die kaufen, kostet eine 13. Und 13 ist schon mega viel. Okay. We have mastered, jawohl, die Quantenfeldmanipulation. Perfekt. Energie aus Sternbasenkonstruktionen plus 10%. Genau. Nee, ich habe das hier nicht laufen lassen. Ich habe die Tage nicht laufen lassen. Und habe anschließend noch ein paar Einstellungen gemacht. Die speichert es dann nicht. Man muss also echt noch so quasi laufen lassen. Dann speichert es an der Stelle. Okay. Jetzt hätten wir mal lieber gewartet noch. Stopp. Also, wir haben Energy Credits durch Techniker plus 20%. Gut. Energy. Aus Sternbasenkonstruktion plus 10%. Sauber. Richtig. Richtig gut. Jetzt gucken wir mal, wir könnten den Schildkondensator uns holen. Oder das Schwarze Loch Observatorium. Und das Schwarze Loch Observatorium, das fände ich halt schon geil. Die Wurmlochreise, ich habe damit in einer Staffel, ich weiß nicht welche Staffel, das war eine der früheren Staffeln, sowas von schlechte Erfahrungen gemacht, dass es einfach richtig schlimm war. Ja, ich würde sagen, wir machen tatsächlich mal die Hyperraumsensoren. Das sind Sensoren, die Subraumfluktuation erfassen, die hinter Raumschiffen zurückgelassen werden. Ihre Empfindlichkeit und Reichweite ist größer als die eines Netzwerks aus Gravitonensensoren. Machen wir mal 56 hat sie. Und haben wir einen Computerjungen? Müssten wir fast einen haben, oder? Haben wir nicht. Wir haben keinen Computer. Schau ich mal, Inian, er ist halt mega, gell? Er ist halt richtig gut. Er ist halt Industrie und Partikel der Japan. Das hat er bekommen noch hinterher durch irgendein Ereignis, das passiert ist. War gut. Er ist Psioniker und er ist zeuglos. Er ist eigentlich unser bester Mann. Japan, bester Mann. Nein, ist in Ordnung. Dann lassen wir das mal so, 10 Monate geht. Geht. So. Unabhängigkeit erklärt. Garantiert. Alliance of Ferroxicodium Primum garantiert jetzt die Unabhängigkeit von Ciran Confederation. Okay, wo sind denn die Ciran? Das interessiert mich jetzt schon. Können wir sie sehen irgendwo? Das sind nämlich die Ferroxicodium Primum. Die sind hier. Oh, meine neue Maus. Ich muss halt den mittleren Knopf nicht mehr drücken wie ein Ochs. Ich kann einfach den Finger darauf legen und es tut. Toll. Hat sich gelohnt. Wo sind denn die Ciran? Haben wir die noch gar nicht gesehen? Gibt's die gar nicht? Die sind erbärmlich, die Jungs. Oh Gott. Das sind die Ciran.
Das sind die Zieran. Ich verstehe. Na, dann haben die doch mit uns zu tun. Denn die könnten... Und hier auch. Die könnten nämlich tatsächlich... Kollateralschaden werden. Bei unserem Kampf gegen die Salorim, die wir ja angreifen, gegen die wir momentan kämpfen. Interessant. Interesting. So, Sjoberg können wir auch einen planetaren Außenposten bauen. Den bauen wir. Dann sieht es soweit ganz gut aus. We have mastered a new technology. Genau, hier unten. Xeno Station engaged. Ja. Kommt ja jetzt ein Kampf nach dem anderen. Construction complete. Ja, da gibt es jetzt hier nicht arg viel für uns, was wir machen könnten. Wir müssen mal gucken, ob wir, wenn wir reparieren würden, er wird nach Chromium gehen. Aber es ist noch nicht nötig, dass wir nach Chromium gehen. Wir gehen gleich weiter. Und ja, wenn ihr euch fragt, warum die Strikeforce Medusa, der Kreuzer, da nicht eingegliedert werden kann in die Flotte, das geht nicht. Der ist ein Eventschiff und mit Eventschiffen. Hallo? Er hier? Ist doch er hier? Ist es doch? Um den geht's doch. Das ist nämlich ein Kreuzer. Seafall, der Sword-Klasse. Und das gehört, die gehören nicht zu uns. Nicht. Deswegen können wir den nicht eingliedern in die Flotte. Gut ist so. Was sollen wir machen? So, jetzt Achtung. Das haben wir uns angeschaut. Das war die Schlacht. Die war in Ordnung. Die hat überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Und wir haben halt mega Schaden gemacht. War gut. Gucken wir mal, was wir erforscht haben. Die Bauplätze plus 1. Oh, schaut mal. Ach du meine Güte. Überall hat es jetzt bum bum gemacht. Wir haben richtig viele, Entschuldigung, richtig viele Bauplätze bekommen. Und wir haben einen arbeitslosen Shaptak-Arbeiter. Ah, ist ja witzig. Dann bauen wir mal hier einen Distrikt hin. Und dann würde ich auch sagen... dass wir da auch ein Energienetz bauen. Und hier upgraden. Nach und nach halt. So, okay. Neue Forschung. Entschuldigung, was erforschen wir neu? Wir werden... ja, wir werden mal ein bisschen Blocker beseitigen. Es wird nicht so lange dauern, 4 Monate. Ja, okay. Ja. Komm, wir machen mal. 73. Das ist halt gerade momentan das Colonization efforts begun. Maximum, was wir rausholen können aus der Geschichte. So, bei Lambda haben wir... ah, da wird auch der Generatordistrikt gebaut. Das ist gut. Incoming transmission. What? Die Quack möchten bei uns eine Botschaft etablieren. Das machen wir. Wir möchten ja mit den Quack möchten wir ja gute Kontakte pflegen. Sie sind loyal. Ja, läuft doch. Läuft doch, Leute. Genau, und er verbessert hier die Beziehungen. Das ist in Ordnung. Und wir können jetzt einen Wirtschaftspakt schließen. Wir können auch ein Forschungsabkommen schließen, aber da kriegen wir nicht viel, aber sie kriegen viel. Wir können den Wirtschaftspakt schließen. Der kostet uns allerdings Einfluss. Und wir haben es momentan nicht nötig, in irgendeiner Form hier was zu machen. Die sind auf jeden Fall ein Tributstaat. Das ist in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind hier auf Katz und ich glaube, auf Katz haben wir gesagt. Auf Katz werden wir ein paar Armeen ausheben. Ah ja, hier sind sie tatsächlich alle zugange. Aber da spielt es, glaube ich, keine Rolle. Was wir machen, wir machen. Wenn Physik. So, einfach, dass wir da was ein bisschen hinterher trailern lassen. Moment. Das war Sekundus. Da werden wir hier auch Armee rekrutieren. So. Da könnt ihr auch mal wachsen, dann, meine Freunde. Das ist in Ordnung. Und auf Katz Prime werden wir auch... ah, da haben wir aber Shaptak und Zyni. Das sieht ein bisschen anders aus. Die sind etwas stärker. Nicht viel, aber die sind etwas stärker. So, dann machen wir hier ein bisschen Angriffsarmeen von Shaptak und Zyni. Xeno Station engaged.
Jawohl. Halt. Lorena Velasco hat eine neue Stufe erreicht. Very nice. Und Yip Han, unser Mann. Unser Mann Yip Han, er ist der Beste. Er ist Stufe 3. Er ist halt auch schon 60, oder? Wie alt ist er? 63. Er könnte von mir aus jünger sein, also in seiner Entwicklung hält er sich ein etwas zurück. Leider. Ja, aber er ist halt... Er kann alles. Er kann alles. Er kann Anomalien schneller erforschen. Er ist Psioniker, so wie wir alle. Er ist Partikelforscher und er ist Industrieforscher. Perfekt, oder? Wahnsinn. So, machen wir ihn kurz weg. Und wer ist noch? Die Dame Velasco. Die ist 65. Ja gut, die sind irgendwie alle so in dem Alter, aber... Sie, genau, also ja, ist auf Stufe 5 aufgestiegen. Very good. Very good. Passt. So, die Flotte steht im Gefecht. Das machen wir gleich an. Nefris Stolz. Das bewaffnete Schiff, das im Orbit von ZR-2646 entdeckt wurde, ist ein verlassenes Militärschiff namens Nefris Stolz. Seine Hülle und die Ausweichhardware lassen vermuten, dass es für Patrouillenmissionen in der Ferne gebaut und seitdem in einen Langstrecken-Stealth-Bomber nachgerüstet wurde. Aufzeichnungen der Schiffskommunikation enthüllen, dass es von einer Rebellengerilla entführt wurde, als es auf dem Weg zu einem geheimen Komplex namens Xwan-Labore war, die eine so starke Waffe enthalten soll, die den Krieg gewonnen hätte. Wir haben das Ziel aus seiner Navigationsdatenbank extrahieren können. Oh, mit einer so starken Waffe? Okay. Entsendet eine Forschungscrew zum Labor, oder? Wir haben keinen Nutzen für eine solche Waffe. Seit wann haben wir keinen Nutzen für eine solche Waffe? Selbstverständlich. Kann auch immer ein bisschen nach hinten losgehen. Wird's aber nicht, vermute ich mal. Entsendet Situation eine Log updated. Crew. Okay, jetzt gucken wir mal. Ja, Moment. Stopp. Gucken wir mal Situation Log an. Wie sieht's aus? So. Die Labore der Xwan hat ein Forschungsschiff vor Ort. Wo befinden wir uns? In Bovatir, guck mal an. In Bovatir, dann kann sie hier mal schön runter. Ja, so machen wir es. Macht's. Very good. Flottenkampfstatistik, ja, war ein sehr kurzer Kampf schon wieder. Und genau. Wir gehen einfach hier runter und ärgern ein bisschen die Salorim. Nehmen den Construction ab, complete. Was wir den abnehmen können, um halt ihre Kriegsmüdigkeit ein bisschen zu ärgern. Und es ist halt so, wir haben halt den Verschleiß. Und hier haben wir auch Verschleiß. Ja, Besetzung 5%. Besetzt haben wir noch nichts. Und unsere Flotte kommt jetzt nämlich an. Leute, unsere Flotte hat eine Stärke von 10.000, immerhin. Und die Jungs haben 3.600, die haben einen ganzen Haufen Zerstörer. Zerstörer und Korvetten. Das bedeutet natürlich, wenn die mit vielen Korvetten kommen, dann ist es schlecht, wenn wir Schlachtschiffe haben. Nur mal so, kurz nochmal zum Nachvollziehen, ja. Dann ist es schlecht, wenn wir Schlachtschiffe hätten mit lauter Large-Waffen drauf. Weil Large-Waffen ja, nur eine Zielgenauigkeit von 5% haben und eine Genauigkeit von 75%. Das heißt, wenn wir dann mal schießen mit so einer riesen Wumme auf so eine Korvette und die halt mal geschwind entweicht, ja, dann gibt es ganz große Probleme. Weil wir sie nicht treffen. Okay? Deswegen sind dann die kleineren Waffen viel besser. Seht ihr, Zielgenauigkeit 50%. Große Waffe, Zielgenauigkeit 5%. Ja, also macht ja Sinn, ist ja klar. Von daher hoffe ich, dass wir da nicht zu sehr auf den Deckel kriegen. Wir haben auf jeden Fall, hier haben wir die Trägergeschwader. Und dass die eben dann gegen die Korvetten kämpfen. Ich denke auch fast, wir können mal hier drauf drücken. Wir machen es einfach. Jetzt wird die Flotte automatisch verstärkt. Jetzt wird ja gut, wir müssen halt durchs ganze Reich der Quack fliegen, aber das macht nichts. Und da sind wir schon auf dem Weg, das ist in Ordnung. Hier ist nämlich unsere Flotte und die kann eigentlich auch schon hinterher trailern. Ja. We have mastered a new technology.
So habe ich meinen Satz jetzt zu Ende gesprochen. Ich denke schon, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, müsst ihr nochmal nachfragen. Die endlose Weite, was ist los? Warum sagt er das? Städte entdeckt. Okay, wir meinen entdeckt. Die endlose Weite. Auf den ersten Blick gibt es nur Schnee und Eis auf Ovastivum 7. Wo man auch hinsieht, sieht man nur ausgedehnte Weiten undurchdringlicher weißer, glasartiger Seen und zackige, türkisfarbene Gletscher, die vor einem feurig orangefarbenen Himmel stehen. Aha, sieht es gar nicht so orangefarben aus, aber ist in Ordnung. Und während die Sterne von Ovastivum sich setzen wie eine... Was? Sich setzen? Und während die Sterne von Ovastivum sich setzen wie eine Wunde, aufgerissen und rot ins Meer strömt. Okay, so ist das. Wenn die Welt ein Ende hätte, wäre es wie hier. Hier sind die Meere still und der Schnee unberührt. Die einzigen Geräusche sind das Donnern des Eises und der Wind, der über die Ebenen heult. Okay, und dennoch war Ovastivum 7 einmal jemand zu Hause. Inmitten eines weiten, kargen Feldes ragt das schwarze Metallgerüst eines Kirchturms aus den weißen Schneemassen heraus. Welche vergessenen Geheimnisse könnten unter dem Schnee verborgen sein? Cool. Cool. So, wir können den Seetang entfernen. Gut. Dann muss... Ah, die Sklavenarmee. Interessant, oder? Weiß nicht so genau. Was mich halt interessieren würde, wäre auf jeden Fall auch, dass wir einen höheren Erlassfonds haben. Das wäre schon ganz wichtig. Und da brauchen wir einen Staatskünstler, aber wir haben keinen händereicher Forscher. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Dann lassen wir die Forschung wie gehabt. Jetzt nur ganz kurz gucken, wo ist dieses Ovastivum? Hier. Bei Neckar. Ah, cool. Da haben wir einen Planeten, eine Tundra-Welt und dann haben wir eine archäologische Stätte. Ja, wird ja immer besser, Leute. Wird ja immer besser. So, jetzt gucken wir mal. Da haben wir jetzt unsere Army. Ich weiß nicht, ob wir... Da ist eine Piratenflotte bei denen. Ernsthaft? Die könnten wir doch mal ein bisschen ärgern, oder? Die könnten wir mal... Und der fliegt durch die Piratenflotte durch, selbstverständlich. Dann bauen wir doch bei Beju... Ja, ja, stopp. Dann bauen wir bei Beju... Ah, da werden schon Kreuzer gebaut. Ja gut, die sind aber... Die sind für die andere Flotte gedacht. Diese Kreuzer, die sind für die andere Flotte gedacht. Na gut. Fuje. Wir haben keine Wohnungen. Leute, wenn ihr was seht, bitte, bitte, tut mir den Gefallen. Wenn ihr hier was seht, ja, dass ich was übersehe, dass irgendwo was gebaut werden müsste, sagt's mir bitte. Das ist unsere Form von Multiplayer. Das ist die Chance, nicht alles hier zu übersehen. Versteht ihr? Das wäre so geil. Leute, wäre mein Wunsch. Dass ihr mir da Bescheid sagt und sagt, hey, da müsste man was bauen. Also mit den Häusern hier, da haben wir auch gar nicht jetzt die Ressourcen, alles hier aufzufüllen, müssen wir auch nicht. Aber wenn hier so was Rotes ist, ja, oder hier ein Männchen ist, dann müssen wir gucken. Männchen heißt, es fehlen Wohnungen. Ja, das heißt das. Und das Rote bedeutet, wir haben arbeitslose Arbeiter und wir wollen keine arbeitslosen Arbeiter. Genau, bei den allermeisten Sachen, da haben wir schon gebaut, aber hier zum Beispiel haben wir nicht gebaut, da haben wir einen arbeitslosen Schabtag. Ah, okay, wir müssen wieder ein bisschen sparen. Wir haben ja ausgegeben wie die Weltmeister. So Leute. Kampfstatistik, das sieht gut aus. Anomaly found. Ovastivum, jawohl, also es wird immer besser. Das Ovastivum-System lohnt sich für uns. In der oberen Atmosphäre dieses Gasriesens sind gewaltige Stürme zu beobachten. Es könnte sich lohnen, sie eingehender zu studieren. Einfach für Haidar al-Ajlani. So. Gut. Ascension's End. 1500. Das wird ein Kampf und da haben wir ein Eltor. Oha, Leute, da halten wir ein Eltor. Das wäre natürlich mega. Also wenn wir da einen Eltor kriegen, wenn wir das System für uns holen könnten, können wir den Anspruch stellen. Was kostet das? Es fehlen 300, das ist zu viel. Ja, das ist alles viel zu viel. 405.
Das ist zu viel. Wir haben ein L-Tor. Wir haben auch ein L-Tor hier. Und ein Wurmloch. Wir haben hier bei Santaris, Schwarzen Loch, haben wir alles. Moment, da haben wir einen Störsender auch gebaut. Da können wir aber noch. Na gut, wenn das Schwarze Loch ist, machen wir die Schwarze Loch-Forschungsstation. Das ist wichtig. Das weiß ich nicht genau. Dann machen wir vielleicht auch noch eine Raketenbatterie. Und eine Schiffswerft. So, automatisierte Schiffswerft. Während ihrer Erkundung von Alpha Lynchis 5 entdeckte die ISS Acuity im Orbit die Überreste einer automatisierten Schiffswerft. Sie ist mindestens 1000 Jahre alt und scheint unter schwerem Raketenbeschuss gestanden zu haben. Eine ihrer Fertigungshallen ist aber immer noch betriebsfähig. Wissenschaftsoffizier Yipan Bestermann, reimt sich Yipan Bestermann, ist zuversichtlich, dass die Energieversorgung der Schiffswerft wiederhergestellt werden kann. Das würde jedoch ein Großprojekt bedeuten. Situation Log Update. Würde es das? Ernsthaft? Konstruktionsschiff brauchen wir dann. Okay. Haben wir hier irgendwo ein Konstruktionsschiff? Natürlich nicht. Was aber nichts macht, oder? Das ist alles so eine Handelsgeschichte hier. Was hast du, mein Freund? Der baut ein Hyperrelais in Fevalion. Construction complete. Hier haben wir ein Hyperrelais. Wir haben das Hyperrelais bislang noch nie benutzt. Und das ist Flur, oder? Hier ist das Hyperrelais, schaut mal. Und mit dem können wir halt besonders schnell von einem System zum nächsten fliegen. Also wir können uns nicht durch die Galaxis katapultieren, aber wir können halt von hier nach hier schnell fliegen, zum Beispiel. Ja. Das können wir schon. Jetzt trotzdem müssen wir gucken. Wir haben hier ein Schiff, es hat keine Befehle. Untersuch mal das Spezial. Oha. Oha. Arg weit weg. Da haben wir aber zwei Schiffe. Machen wir so. Das ist in Ordnung. Und hier bauen wir auch was? Und zwar wir bauen ein Schlachtschiff. Wird schon gebaut? Ja. Wunderbar. Wenn das Schlachtschiff steht, müsste eigentlich uns das reichen, dass wir hier Demsat holen können. Ja, müsste reichen. Es müsste eigentlich sogar für Valla Moria reichen. Für Valla Moria. So. Gasriesensignal. Die ISS Trailblazer hat von Merga B2 eine merkwürdige Werte aufgefangen. In der Atmosphäre des Gasriesen gibt es erhebliche Strahlungseinschlüsse, die das Ergebnis einer intensiven Orbitalbombardierung zu sein scheinen. Was jemandem aber die Bombardierung eines Gasriesen aus dem Orbit bringen sollte, bleibt dunkel. Als die ISS Trailblazer gerade die Umlaufbahn verlassen wollte, entdeckte Wissenschaftsoffizier Kyle McNevin ein schwaches Signal aus der inneren Planetenatmosphäre. Dabei könnte es sich um eine Art von Übertragung handeln, aber die Hintergrundstrahlung des Gasriesen erschwert deren Isolierung. Wir sollten das Signal untersuchen, einen Sensorenfehler ignorieren, nein. Situation Log updated. Wir werden das sowas von... Construction complete. Isolieren, Moment. Nein, wir möchten direkt hin. So. Amerika. Jetzt, wie war das? So, genau, also man drückt Shift und Steuerung gleichzeitig und wählt dann etwas an, dann wird das quasi in die To-Do-Liste ganz nach oben gesetzt. Denn das Signal isolieren ist jetzt ganz oben. Das macht man, indem man mit Shift und Steuerung die Aufgabe verteilt. Lauter Schöne. Dann hat keine Befehle, was? Ghost Ship hier. Macht mir irgendwie Sorgen, aber da ist so eine kleine Tundra-Welt. Das ist nicht so, dass das hier das Größte und Wichtigste wäre, was wir jemals hätten. So, wir gucken mal. Und unsere ganzen Stationen irgendwie. Finde ich es mit den Stationen gar nicht so schlecht. Das ist ja immer, oh, die Station ist nichts wert. Wahrscheinlich ist es auch jetzt nichts wert im Verhältnis zu dem, was es wert sein könnte, wenn
und so weiter, ihr wisst schon. Jetzt warte mal. Da ist der Kreuzer gleich fertig. Und wenn der Kreuzer fertig ist, dann werden wir den mal zusammensetzen. Im Auge gefangen. Oha. Leute. Das letzte Signal, das wir von der ISS Ambassador empfangen haben, war nicht viel mehr als ein schwaches Rauschen. Die ISS Ambassador hatte die seltsamen Stürme auf Obastivum 2 untersucht und dabei unglaubliche Berichte zurückgeschickt. Der Sturm reagierte auf die Sonden, die hineingeschickt wurden, und bildete Vakuumtaschen, um sie zu umgehen. Die ISS Ambassador hatte vor, zahlreiche Scanfrequenzen an dem Sturm zu testen, bevor wir den Kontakt verloren. Das Forschungsschiff scheint in den Gasriesen hineingesunken zu sein und dort zu ruhen. Wir müssen die ISS Ambassador retten, oder? Moment, Obastivum 2 ist sogar noch interessanter. Ja, Leute, nur weil wir Menschen opfern, alle 5 Jahre, ja? Nee, Leute, wir müssen die retten. Situation log updated. Wir müssen die retten. Wo ist die Ambassador? Ist sie jetzt weg, oder? Mal klein machen. Leute. So, wo ist die Ambassador? ISS. Ist sie weg, oder? Emissary? Trailblazer? Wayfarer? Traveler? Oh Gott, wo war das jetzt also? Wollen wir hier gucken? Ambassador befreien hat 2 Forschungsschiffe im Orbit. Von Obastivum. Wo sind unsere Forschungsschiffe, Freunde? Na gut, die bauen da halt. Oh, wir haben hier keine Forschungsschiffe. Ja, okay, gut, dann werden wir eben 2 Forschungsschiffe bauen. So. Halt, we have mastered a new technology. Die Gedenkkarawane hier. Wann ist das Schiff fertig? Wo ist denn der Kreuzer hin? Ist der schon abgedampft? Wie schnell kann der wegfahren? Wegfliegen? Leute. Special product complete. Wie schnell kann der Kreuzer da weg von B? Wo ist denn der hin? Hey. Na gut. Leute. Wir sind auf jeden Fall hier. Wir sind hier bereit. Ja, und jetzt gehen wir nach Reschel. Construction complete. Wir dürfen ja auch unseren Krieg nicht vergessen nebenher, Leute. Unseren Krieg, oh Gott. So, unsichtbarer... Ey, es ist wirklich viel, was wir hier machen müssen, was wir nicht unbedingt... Aha, außer Acht lassen sollte. Wir rekrutieren jetzt mal 2 Anneke Fischer. Ein Händeschüttler, wir wollen einen Händeschüttler. Das fehlt uns nämlich. Rekrutieren wir. Die wird auch... Die wird auch, ja, bald Forschung machen. So, Moment. Entdeckungschancen, Anomalie, Ausgrabungsstätte, Archäologie. Ne, mach mal ihn hier. Beweg dich auch mal dorthin. Leute, ihr bewegt euch hier hin. So, okay, so. Unsichtbarer Tod. Unsere Wissenschaftler sind unversehrt aus den Xwan-Laboren zurückgekehrt und haben Aufnahmen der Überwachungskameras mitgebracht. So zeigen Laborwissenschaftler, sie zeigen Laborwissenschaftler, die gefesselt und geknebelt sind, und Guerillasoldaten, die die Waffenbox öffnen. Zu ihrer Bestützung war die Kiste aber leer. Nur wenige Minuten später winden sich die Rebellen mit heftigen Schmerzen auf dem Boden. Dunkle Flecken schwellen von ihren Körpern hervor, ihre Haut reißt auf und eine graue, nicht identifizierbare Masse strömt heraus. Die Materie dehnt sich weiter aus und wirbelt hypnotisch um sie herum, bis einer der Wissenschaftler das Notfallsystem aktiviert. Sprinkler besprühen den Raum mit einer Flüssigkeit, woraufhin eine elektrische Welle alle Lebewesen tötet. Oh geil, oder? Erst mit Wasser so und dann Elektroschock mal rein. Hier endet das Bildmaterial. Unsere Crew kann bestätigen, dass die Kiste tatsächlich leer war. Unheimlich. Unser Abstecher in die Xwan-Labore hat unsere Ingenieursforschung vorangetrieben. Construction complete. Die Salorim? Oh, das wollte ich jetzt ursprünglich gar nicht wegklicken, aber macht nichts.
Passt. Jetzt ist es die Verstärkung im Transit. Und die haben. Die sind immer noch. Die sind zu stark. Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt habe ich die weggemacht. Das ist nicht schlimm, das ist egal. Leute, das ist nicht so wichtig. Was wir möchten. Wir möchten jetzt hier einen Kreuzer bauen, aber den möchten wir für uns gern haben. Möchten wir hier für da nutzen. So, machen wir das mal. Okay. So, jetzt haben wir einen ganzen Haufen Forschungsschiffe, die nichts tun. Ah, ne, er ist bereit, er wartet hier. Das ist gut. Die ISS Traveler hat allerdings überhaupt gar nichts zu tun und das wäre blöd. Gar nichts zu tun zu haben. Die Lorena unterstützt die Forschung. Gut. Wo haben wir denn viel Forschung eigentlich? Auf welchem Planeten? Wir gucken mal ganz kurz. Auf welchem Planeten wir viel Forschung haben und da werden wir halt mit unterstützen. Also hier ist klar. Da haben wir mega viel Forschung. So, hier hält sich in Grenzen. In Grenzen. Viel Forschung. Camilla Secundus. So. Ah, ich glaube, da kam sie auch her, oder? Secundus. Wie sieht es aber auf Camilla Prime aus? Nicht so viel Forschung. Na, nicht so viel Forschung. Jetzt gucken wir mal weiter. Moment. Fuel Prime, auch wenig Forschung. Wenig Forschung, wenig Forschung. Wo sind wir da unten? Wenig Forschung, wenig. Okay, dann haben wir quasi die Hauptforschung unterstützt, die wir brauchen. Passt. Jetzt, was können wir erforschen? Die Hyperschilde? Ja, Hyperschilde sind gut. Und wir machen den Antimaterie-Reaktor. 13 Monate. Wir machen die Hyperschilde. Mit 71% in 28 Monaten das machen. So. Jetzt, Flotte im Gefecht, mit 11.000 greifen wir an. Ja, die Schlacht ist kurz und knackig. Richtig kurz und knackig. Wie sieht's hier aus? 1.000 zerstörte Dyson-Sphäre. Ja, die haben ja schon ein paar Sachen. Jetzt, wo haben die denn ihre... Ah, da unten haben die eine Flotte. Und ich glaube, die möchten wir... Die möchten wir kriegen, die Construction complete. Der fliegt tatsächlich nach unten, aber wir holen uns Asgard. Der wird quasi ihm hier hinterher fliegen. Und dann gucken wir mal. Halt, stopp. Unser Krieg im Süden, Leute. Unser Krieg im Süden. Special Project complete. Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Kyle McNevin hat es geschafft, das schwache Signal zu isolieren, das von einem Ort tief in der Atmosphäre von Merga B2 ausging. Es scheint sich dabei tatsächlich um eine Übertragung zu handeln. Wir haben sie durch unsere Übersetzungssoftware gefiltert auf den Schirm. No Video Feed. Oh. Leute, überlegt euch mal, es kommt echt eine Übertragung von Außerirdischen irgendwie. Und dann No Video Feed. Und dann diese Spannung, das kann man gar nicht aushalten. Wie brutal, oder? Wie die aussehen, was da passieren würde. Oh, wir sind hier ein bisschen erhöht. Mal gucken. So, endlich. Ein wahrlich gutes Treffen, Raumfahrer. Wir sind die Daphnak. Und der Planet, in dessen Umlaufbahn ihr euch befindet, heißt Tolok Rong. Die Heimat unserer Ahnen. Es ist immer ein fesselndes Erlebnis, Festkörperwesen zu treffen, selbst wenn unser letztes Aufeinandertreffen mit euresgleichen eher etwas problematisch gewesen ist. Das ist so diese Krieg der Sterne-Betonung. Ja, es kommt in Star Wars und vor allem in den Prequels. Ja. Hier.
Selbst wenn unser letztes Aufeinandertreffen mit euresgleichen eher etwas problematisch gewesen ist. Das haben die dauernd, diese Betonung. Ich finde die total beknackt. Aber gut. Ihr habt zweifelsohne die Strahlungsstöße bemerkt, die aus unserer Atmosphäre kommen. Tolok Rong liegt im Sterben und falls wir kein neues Zuhause finden, wird unsere Spezies aussterben. Oh, wir haben einen Planeten identifiziert, der für unsere Physiologie besser passen würde. Wir haben aber keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Leider bedeutet unsere nicht körperliche Natur auch, dass wir nicht viel in Bezug auf Industrie oder Technologie zu bieten haben. Würdet ihr uns helfen? Da ihr keine Technologie habt, wie können wir uns dann unterhalten? Was ist mit eurem Planeten passiert? Ihr wollt, dass wir eure gesamte Spezies umsiedeln? Wir werden euch helfen? Das wäre für uns viel zu umständlich. Nee, wie können wir uns unterhalten? Ah, aber ihr seid nicht die ersten Festkörperwesen, die uns einen Besuch abstatten. Andere Raumfahrer gaben uns vor 2,9 Millionen Jahren zu Solarzyklen liebenswürdigerweise einen kleinen Hyperraumsender und eine Scannermatrix. Beide Geräte waren auf unsere Physiologie abgestimmt. Zweifellos eine der erfreulicheren Begegnungen, die wir mit euresgleichen hatten. Und was ist mit dem Planeten passiert? Als uns vor ein paar tausend Zyklen die letzten Festkörperwesen besuchten, lief es nicht ganz so gut. Sie wollten, dass wir zu ihrer Religion konvertieren, was wir ablehnten. Dies löste eine Art völkermörderische Reaktion aus. Völlig ungerechtfertigt. Bevor wir überhaupt wussten, was passiert, manövrierten sie ihre Flotte in den Orbit und begannen mit einer groß angelegten Bombardierung. Oh, okay. Ihr wollt, dass wir eure gesamte Spezies umsiedeln? Ja. Und hoffentlich bald. Keine Sorge, es gibt nicht allzu viele von uns. Die meisten Daphnak starben bei der Bombardierung unseres Planeten. Und die Überlebenden zogen sich tiefer in die Atmosphäre zurück. Die Kommunikation mit der Oberfläche von hier aus ist schwierig und Strahlung breitet sich aus. Wir haben nicht viel Zeit. Wir helfen euch. Situation Log updated. Das machen wir. Hervorragend, ich wusste, wir können auf euch zählen. Die Koordinaten unserer neuen Heimatwelt wurden euch weitergeleitet. Ihr müsst uns versprechen, eure eigenen Kolonisten die Beanspruchung dieser verlockten Welt zu verbieten. Ganz gleich, wie groß die Versuchung auch sein mag. Okay. We have mastered a new technology. Machen wir. So, Freunde. Dann gehen wir mal nach Diam. Hier unten ist es immer noch ein bisschen blöd. Besetzte Planeten, die müssen wir noch irgendwie hinkriegen. So, das war in Ordnung. Was haben wir erforscht? Den Erlassform plus 20, jawohl. Und die Grundinformationsstufe plus 10. Was machen wir mehr? Malaren durch Landwirte. Finde ich eigentlich ganz cool. Was machen wir? Da brauchen wir einen Genmanipulator. Hier. Kann nicht, weil er untersucht. Er kann nicht weg dort. Sonst haben wir keinen Genmanipulator. Na gut. Dann lassen wir es so. Dann bleibt uns nicht viel übrig. So, Katz können wir upgraden. Dann graden wir auch Katz ab. Koros können wir Blocker entfernen. Ja, ist momentan aber nicht unbedingt nötig, weil wir keinen neuen Distrikt mehr. Genau, wir haben schon 16 Distrikte. Also hier oben steht es, wir haben keinen größeren. Also wir können keinen. Ja, obwohl, wenn wir jetzt den Blocker entfernen, dann können wir noch mehr Distrikte bauen. Also, dann würde ich das doch mal sagen, dass wir das machen. Ja, und dann entfernen wir hier einen Blocker. Aus Ufern des Lamms. Ja, das mit den Blockern, das haben wir nie so großartig gemacht. Von daher tue ich mich da hin und wieder ein bisschen schwer. Construction complete. So. Gucken wir mal hier. 1500 müssten wir eigentlich schaffen können. Da müssten wir reparieren, echt. Nee, wir gehen mal nach Ascension's End und probieren da den Kampf. Da müssen wir mal gucken. Eventuell müssten wir. We have mastered a new technology. Weiß nicht so genau. So, Quack. Hat die Mischwart zum Rivalen erklärt? Okay.
Das war der Kampf. Die Kämpfe laufen bislang alle gut. Kann man nicht sagen. So, und wir haben die Rumpfstärke der Kreuzer um 500 erhöht. Sauber. Sehr gut. Orbitalring. Das ist neu, das gab's noch nie. Das muss jetzt irgendwie dazugekommen sein, das sagt mir nichts. Geil. Ein Orbitalring ist eine Sternbasis-Variante, die eine Art Band um den Planeten herum bildet und für die Verteidigung und weitere Spezialisierung sucht. Oh mein Gott, oder Zitadelle ist jetzt verteilt. Interessant, wir machen das mal. Wenn wir das noch nie hatten, Orbitalring hatten wir noch nie. Voll, faszinierend. Ich liebe das. Ohne Witz, wie cool ist das? Grenzsektor A. Neckar! Nee, doch nicht. Alles gut. Okay, jetzt wartet mal. Wo haben wir so viel Forschung? Auf Kamiya Secundus haben wir viel Forschung? Wenn wir jetzt hier die Stufe erhöhen würden. Das ist ja offensichtlich ein Forschungsplanet, oder? Was macht die Forschungswelt, wenn wir auf die Tech-Welt gehen? Baugeschwindigkeit, Forschungslabore erhöht, Unterhalt. Ah, okay. Okay, Leute, keine Ahnung. Ja, wir machen es mal. Sind wir es erhöht? Ich dachte jetzt, dass bei Tech-Welt irgendwas anderes wäre. Dass wir halt auch mehr forschen. Scheint ja nicht so zu sein. Na gut, das macht nichts aus. Wir gehen mal auf die Forschung und wir können hier ein Forschungsinstitut bauen. Oh ja. Das bauen wir und hier bauen wir genauso ein Forschungsinstitut. So, okay. Das wird in die Forschung gehen. Jetzt Achtung. Da bin und dann kommt schon die erste Schlacht um Asgard. Ziehen aber ihre Flotten alle zurück. Ziehen alle ihre. Oh! Jetzt gucken wir, wie die Schlacht hier sich ausgeht. Oh, gut, bis jetzt zu. Mega. Construction complete. Und jetzt ziehen wir durch. We have claimed a new world for our people. Moment. Eieieiei. Es war komplette Vernichtung. Die Schlacht war komplette Vernichtung. Die andere Schlacht war auch okay. Ja, Moment, können wir jetzt Asgard schon angucken? Delmouth, wir können noch keine Armee sehen und es sind keine drin. Ich weiß nicht so genau. Guck mal. Auf jeden Fall, da unten haben die gar nicht so viel, glaube ich. Eigentlich sind denen ihre Planeten hier oben. Ja, jetzt, wir gucken. Feindflotten in der Nähe. Fliegt der echt durch dieses Wegmoor durch? Und haben wir es geschafft, oder? Ja, wir haben es geschafft. Halt, stopp. Ey, es war zu viel. Leute, es war zu viel. Moment. Wir gucken uns die neu gegründete Kolonie an. Alles klar. Kolonie neu gegründet. Sehr gut. Genklinik. Selbstverständlich. Die ist immer, die bauen wir als erstes, dass sie schneller wachsen, die Leute. Ja, wenn sowas neu gegründet ist, normalerweise kriegt man auch dann einen Bonus-Boost. Also jetzt, das dauert noch, bis da jetzt was angezeigt wird. Kriegt man durch Immigration einen Bonus aufs Wachstum. Aber andere Planeten im Reich kriegen dann einen Malus durch Emigration. Ja, da gehen sie weg und da gehen sie hierher. So ist es. Fahrlässiges Gescharre. Einen Bericht der ISS Trailblazer. Oh. Leute, stopp.
Jetzt Moment. Umsiedlung ist in Ordnung. Hier, erforschen. Ja, so. Okay, das war wichtig. Deswegen haben wir das doch gemacht, das ganze Ding hier. Ja, sieht gut aus. Looks good. Looking good. So. Einem Bericht der ISS Trailblazer-Besatzung nach war ihre Mission ein Fehlschlag. Wissenschaftsoffizier Kyle McNevin hat angeblich die manuelle Kontrolle über die Sonde übernommen, um eine Probe aus dem Mineralhaufen zu nehmen. Dies führte zu einer leichten Kollision zwischen Sonde und Mineralhaufen, durch die er vollständig auseinanderbrach. Die Besatzung fügt vorsichtig hinzu, dass diese Erfahrung Wissenschaftsoffizier Kyle McNevin einigermaßen erschüttert hat und dass die Mineralsplitter immer noch recht wertvoll sein können. Naja, seine Einzelteile entsprechen der Summe seiner Einzelteile. Gut, er kriegt Zeug los. Ne? Das heißt, er wird Anomalien wesentlich schneller erforschen. Und wir kriegen 5000 Mineralien, oder? Es ist inakzeptabel. Warum sollten wir das machen? Außer aus Rollenspielgründen? Gut. Hast du gut gemacht, mein Junge. Leicht einen Unfall gebaut, aber nicht schlimm. Nicht schlimm, mein Sohn. So, okay. Dazu überlege ich gerade, dass wir vielleicht so einen Distrikt bauen. So rum machen wir es, ja. Okay. Passt. Illegales Wurmloch. Verborgen. Illegales Wurmloch. Okay. Ich meine, wer die Technik hat, um Wurmloch zu machen? Das hat er dann illegal, heimlich irgendwie hingemacht, oder wie? Stellt man sich das vor? Verborgen in einem tiefen Krater auf der Oberfläche des Asteroiden findet die ISS Wayfarer ein beunruhigendes technologisches Gewirr. Hier hat jemand mit ziemlich einfachen Mitteln geschafft, ein Einbahnwurmloch zu stabilisieren. Wissenschaftsoffizier Wilhelm von Halkett hat schnell herausgefunden, dass der Asteroid der Austrittspunkt ist. Das andere Ende öffnet sich irgendwo in einem unbekannten Teil des Weltraums, einige Lichtjahre von einem schwarzen Loch entfernt. Deshalb werden kleinere Mengen dunkle Materie durch das Wurmloch gesaugt. Wer auch immer das hier aufgebaut hat, scheint es schon lange aufgegeben zu haben. Faszinierend dunkle Materievorkommen gefunden. Hui. Das ist natürlich richtig gut. Stopp. Du, mein Sohn. Du musst deine Sternbasis hinbauen. Nee. Halt. Oh. Jetzt habe ich wieder Steuerung Shift benutzt, ja? Jetzt wird er erst die Bergbaustation bauen. Für das lebende Metall und dann wird er da runtergehen. Und noch eine archäologische Stätte abgeschlossen, das bedeutet noch ein Hinweis. Das sind jetzt 5 Hinweise, die ihr kriegt? 5? Das Gewinnspiel? Oh mein lieber Mann. Naja, die zerbrochene Pforte. Sobald sich das letzte Tor öffnete, wurden unsere Wissenschaftler von Wellen intensiver psionischer Energie überflutet. Die meisten von ihnen brachen unter Qualen zusammen und nur wenige schafften es, in die eigentliche Schicht vorzudringen. Was sie dort vorfanden, war ein großer Tempel mit einem massiven Podest oder Altar in der Mitte. Überall an den Wänden waren riesige Diagramme verschiedener Sternsysteme zu sehen und ein sich wiederholendes Muster scheint auf Wollmauer selbst zentriert zu sein. Die wenigen Wissenschaftler, die sich der Mitte nähern konnten, stellten rasch fest, dass es sich um eine imposante Maschine handelt, die nur die Form eines alten Altars hat. Untersucht die Maschine und findet raus, was sie macht. Oh Leute, der Älteste. Als unsere Wissenschaftler begannen, an der Maschine herumzubasteln, wurden sie alle plötzlich von derselben akustischen Halluzination heimgesucht. Ein geschriener Befehl von etwas, was ausgegraben und aus seinen Fesseln befreit werden wollte. Die Vision einer Kreatur, die das Wollmauersystem zerreißt, lief immer wieder in ihren Köpfen ab, während die Forderungen der Kreatur zunehmend lauter wurden. Mehrere der Wissenschaftler fielen in Ohnmacht, da sie nicht in der Lage waren, mit der unablässigen Flut psionischer Schmerzen fertig zu werden, die ihre Körper quälten. Zerstört die Maschine, bevor sie noch mehr Schaden anrichten kann, oder? Lasst es raus! Entfesselt eine Unheilskreatur im Kuturn-System.
Oh mein Gott, Leute. Nochmal. Sie wurden von derselben akustischen Halluzination heimgesucht, dass also Planeten zerstört werden, oder was? Ein geschriener Befehl von etwas, was ausgegraben und aus seinen Fesseln befreit werden wollte? Die Vision einer Kreatur, die das Wollmauersystem zerreißt. Die das Wollmauersystem zerreißt. Hier sind wir. Das Wollmauersystem zerreißt. Was haben wir da? Wollmauer Prime. Okay, da haben wir eine kleine Alpid-Weltfabrik. Die bauen momentan außer drei Kristallminen, bauen die gar nichts. Leute, lasst es raus. Wenn die Wollmauer zerreißt. Okay. Dann ist es passiert. Was passiert hier? Zerborstene Welt, oh, alles zerstört. Dimensionsschrecken, wir haben Dimensionsschrecken freigelassen. Bei uns daheim. Geil, oder? Wie dumm kann man sein? Ich wollte es ausprobieren. Ja, ey, wir müssen doch mal ein bisschen was testen. Was soll das sein, wenn wir es nicht testen? Verrückt, ey. Aber ich dachte, es wird auf neutral gesetzt. Ah, okay. We have mastered a new technology. So. Eingehende Übertragung. Endlich. Verneigt euch. Was? Was? Oh, bitte nein. Oh, bitte nicht. Verneigt euch, Sterbliche, winselt um Gnade und ich werde euch Schutz und Weisheit gewähren. Widersetzt euch mir und ich werde euer Ende sein. Meister, nehmt euch unsere fehlgeleiteten Herde an. Die göttlichen Quent baut die Sternbasis in Kutum wieder auf. Der Modifikator Unheimliches Wissen mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%, Wachstumsgeschwindigkeit, Biobewohner minus 10% oder er wird uns alle vernichten. Nein, die Wachstumsgeschwindigkeit. Scheiße. Die Wachstumsgeschwindigkeit minus 10%, nein. Oh Gott, macht das nicht Spaß? Ist das nicht richtig geil? Okay, also, ihr habt also den Weg der Weisheit gewählt. Alles ist so, wie es sein sollte. Alles wird sein, wie ihr es wünscht, Meister. Oh Gott. Echt jetzt? Unheilskreatur. Leute, ich muss... Wartet mal. Ich muss den Text anpassen. Also, da ist jetzt was Größeres passiert hier. Ein lieber Mann. So, Achtung. Unheilskreatur. Ey, schlimm, oder? Fertig. Okay. Oh nein. Egal. Wenn der Lauftext jetzt unten ein bisschen komisch ist, das ist mir jetzt auch egal. Ich passe das nicht alles an. Oh Gott, Leute. Verflucht nochmal. Wir gehen mal in unser Reich rein. Unheimliches Wissen. Forschungsgeschwindigkeit erhöht, Wachstum gesenkt. Ah, ist das echt mies, Mann. Ist das mies. Wir hätten ihn abschalten sollen, aber wir wollten es halt mal testen. Ich habe das noch nie gehabt. Für mich. Mega spannend, Leute. Mehr als mega spannend. So. Jetzt wartet mal. Gut, die Flotten hier.
hostile Xeno fleet engaged. Die Flotten hier, die gehen zusammen, das ist in Ordnung. Die Yankee-Matriarchin da oben. Keine Ahnung. Warte. Und wir können hier reparieren. Sehr gut. In Ascension's End. Zeitkritisches Limit. Machen wir doch, oder? Das passt doch. Wo ist noch das Problem? Ambassador wird befreit. Passt doch auch. Guck mal. Tun wir in Asgard. Oh, da haben wir unser Forschungsschiff nicht hinterher fliegen lassen. Das wollen wir natürlich. So. Jetzt kommt Asgard. Okay. Jetzt, Achtung. Delmuth. Keine Armeen. Na dann. Landen wir mal die Armee hier unten. Ja, das sieht gut aus. Wir können den Status Quo verhandeln. Das möchten wir aber nicht. Wir möchten unsere Kriegsziele durchsetzen. Stopp. Genau, Pirate Fleet, Plündererschiff. Mit holen wir aber einen Anführer eventuell. Und zwar, wir nehmen Dima. Special Project complete. So, Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Wen Wan hat die Beaufsichtigung der Umsiedlung der Dathnak zu ihrer neuen Heimat beendet. Die gasförmigen Wesen wurden mit einem Konvoi ziviler Frachter ausgerüstet und mit gewaltigen Druckgastanks durch den Weltraum transportiert und dann in der Atmosphäre des Gasriesen freigesetzt. Auch ihr uralter Sender und die Scanner-Matrix wurden mitbefördert. Grüßt sie! Jawohl! Echo Ekromia 5 Wissenschaft hinzugefügt. Okay, so. Wir stehen vor immer in eurer Schuld. Dieser Planet hat unsere Erwartungen übertroffen. Zum ersten Mal seit Generationen können sich unsere Jungen an der oberen Atmosphäre Atmosphäre herumtollen, ohne das Glühen anzufangen. Okay? Wir haben beschlossen, unsere neue Heimat nach eurer Spezies zu benennen. Baldarak. Unsere Spezies heißt doch nicht Baldarak. Zukünftige Dathnak-Generationen werden immer den Namen ihrer Retter kennen. Ja, genau. Baldarak? Wir sind Quenti. Wirklich? Ich hätte darauf schwören können, dass... Entschuldigung, aber es kann schwer sein, euch Festkörperwesen auseinanderzuhalten. Ich fürchte, für eine Namensänderung ist es jetzt zu spät. Hört sich auch nicht schlecht an, oder? Findet ihr nicht? Ja. Wir sind doch Quenti. Viel Glück in eurer Heimat. Danke. Liebe Freunde, mögen euch die atmosphärischen Strömungen in der Luft auch immer halten. Baldarak. Ich verarsche schon oder was? So. Wir sind im Gefecht. Genau, das ist jetzt der Kampf hier. Wie geht der Kampf denn aus? Wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus. Wir machen halt auch ein bisschen Schaden auf den Rumpf schon. Sehr gut. Invading Xeno Lair. Oh, das sieht doch gut aus. Ja, ich denke schon, das ist gut aus. We have claimed a new world for our people. Moment. Das ist die Flotte hier, die im Gefecht ist. Das ist in Ordnung. Wir machen Geschwindigkeit auf. Halt, stopp. Asgard wissen wir. Da gehen wir hin. So, neu gegründete Kolonie. Birana Prime. Klingt gut. Da werden wir auch eine Genklinik bauen. Passt. So. Jetzt können wir noch mehr Lebensmittel verkaufen. Alles in allem sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? So, hier ein bisschen angepasst jetzt, passt schon. Flüchtige Teilchen, müssen wir aber weniger verkaufen. Gehen wir mal hier hin. So, stiller Schrei. Achtung. Wir haben die fossilen Überreste einer gigantischen Gargantua-Schnecke entdeckt, die keiner zuvor angetroffenen Lebensform entspricht, in einem riesigen Eisblock um LR9951.
herumkreist. Ihre Augen starren bedrohlich voraus, die Tentakel sind in die Luft gehoben und die Mündung ist zu einer grausigen Grimasse verdreht. Als wäre sie in einem stillen Schrei gefangen. Die Kreatur zeigt keine offensichtlichen Anzeichen von Intelligenz. Trotz ihres Ausdrucks glauben unsere Wissenschaftler, dass die Kreatur, wenn sie gezähmt wird, einen wertvollen Beitrag leisten könnte. Sie empfehlen einen Teil ihrer DNA für Klone zu extrahieren. Okay, ihre DNA, also DNA ist dasselbe wie DNS. A heißt Exit, Acid. Und DNS heißt eben Säure. Das heißt Deutsche. DNS ist Deutsch, DNA ist Englisch. Okay? Klont sie. Wir möchten ja eigentlich keine Außerirdischen, oder? Schießt die Abscheulichkeit ins All. Sie gehört in ein Museum. Ich weiß nicht. Für einen Teil für Klone zu extrahieren. Wir könnten aber auch ein bisschen Sozialforschung gebrauchen. Wir haben bei allem noch einiges auf Lager, mein lieber Mann. Aber sie zu klonen, also wir sind ja xenophob, fanatisch xenophob, das dürfen wir nicht vergessen. Komm, mach sie weg, sie gehört nicht weg. Wir brauchen doch nicht jeden hier uns zu holen. So, jetzt gucken wir mal. Raumkämpfe, 2%. Ja, Verschleiß ist halt ein Thema. Ja, Verschleiß ist halt ein Thema. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ich sehe hier keine Welten. Von denen allen. So. Strike Force. Genau, Charybdis ist. Charybdis? Charybdis, ja. Ist repaired worden. Gut. Dann wird jetzt die Strike Force. Hallo, Charybdis. Gas geben wieder. Warte. So, und dann fliegen wir nämlich hier rüber. Und jetzt kommt das Allerbeste daran. Ja. Und das Allerbeste ist folgendes. Eigentlich ist das Allerbeste, dass die Flotte nach oben kann und wir räumen dann von unten auf, oder? Special product complete. Oder nicht? Haben die hier einen Planeten? Die haben ja keinen Planeten, oder? Und die Quack fliegen uns hinterher oder sowas. So. Fluktuierende Schildfrequenzen. Nach monatelanger Arbeit hatten unsere Wissenschaftler endlich Erfolg dabei, die Schilde der ISS Ambassador so zu verändern, dass der Sturm auf Ovastivum 2 das gestrandete Schiff freigab. Die Kommunikation mit Hida al-Aljani konnte rasch wiederhergestellt werden und erstaunlicherweise scheint sich niemand an Bord der ISS Ambassador daran zu erinnern, was während ihrer Zeit im Sturm geschehen ist. Zurück an die Arbeit. Okay, Physikforschung 11.711. Wow. Und Haider al-Ajani erhält die Eigenschaft Fachwissen Feldmanipulation und Ovastivum 2 6 Energy Credits. Meine Güte. Das wird immer besser, Leute. So. Anomaly found. Jetzt wartet. Hier. Okay. Warte, auflösen. Die war wirklich echt jetzt mal nur dazu da, um den zu retten. Anneke Fischer. Weg. So, jetzt wartet. Jetzt haben wir ihn. Er hat keine Befehle. Das System erkunden. Neckar werden wir. Ne, werden wir kein Konstruktionsschiff. Moment. Enif Prime. Gut, das müssen wir halt echt. Also diese 10% schlechteres Wachstum. Ja? Das ist schon blöd. Um ehrlich zu sein, das ist schon richtig blöd. Richtig mies. Nee, nein, lass mal bleiben. Um Energienetze. Jetzt haben wir hier dermaßen viele Konstruktionsschiffe. Brauchen wir doch nicht gerade eins, was hier am Arsch der Welt
sich befindet, sondern die Engineer, die wird hier rüberfliegen. Die Pta. So, jetzt haben wir hier 1200 gegen die da unten. Legen wir hin. Den Kampf können wir locker gewinnen. Die ISS Traveler. So. Unterstützt diese Forschung. Wie sieht es piratenmäßig aus? Geht noch. Piratenmäßig geht's noch. Wir werden eines Tages die Unheilskreatur angreifen müssen. Und dann werden wir die richtig wegmachen. Die werden wir richtig entfernen aus unserem. Aus dieses Joch, uns aus dem Joch befreien. Jetzt warte mal. Okay, nee, also mich zieht's schon, ganz ehrlich, mich zieht's da hoch. Da werden wir hinfliegen. So, und der fliegt hinterher, das passt gut. So, stopp. Halt, stopp, stopp. Hey, Pause, so. Salorim, die machen Ansprüche auf uns. Warum? Die Trailblazer hat eine Anomalie gefunden, erforscht die mal, ist in Ordnung. Feindflotte. Mining Core. Ah, da kämpfen wir jetzt. Oder? Kriegen wir das hin? Müssten wir eigentlich mehr als hinkriegen. So, die Petals of Olive. Ja, könnten Spuren von venkralianischem Abfall enthalten. Nee, okay, zeig mal. Was hast du? Die Etagenbetten. Jawohl, 10% mehr Wohnungen. Nein, 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 nein. So. We have mastered a new technology. So, gut. Sieht's aus. Special project complete. Wartet. Er kann gleich hier als erstes das Spezialprojekt. Construction complete. Stopp. So, Spezialprojekt abgeschlossen. Die ISS Luchtain konnte die Energieversorgung der automatisierten Schiffswerft über Alpha Lynkis 5 wiederherstellen. Die Einrichtung setzte ihre unterbrochene Baureihe umgehend fort und produzierte mit den zur Verfügung stehenden Materialien drei fortschrittliche Jäger unbekannter Bauart. Leider brach die uralte Schiffswerft danach komplett zusammen und wurde als irreparabel bewertet. Wir haben die neuen Schiffe bemannt und sind unsere Flotte übernommen. Plünderer Schiff. Also. Das ist jetzt nicht so, dass das das Allergeilste wäre, was wir jemals hatten. An Flotte, oder? Gucken wir mal. Ja, dann würde ich die mal hier stationieren wollen. Geht nicht. So, okay. Leute, anstrengend. Ah, das Konstruktionsschiff. Ja, 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 ja. Wo ist es? Hier. Wird mal hier schön Bergbaustation bauen. Und danach hier eine Sternbasis. So, Eda Al-Ajani, Level 4, gut. Anomalie haben wir gemacht. Sternbasis. Passt auch. Jetzt Ingenieursforschung. Gut. Was können wir bauen? Was können wir machen? Kenntnis über das enigmatische Tor. Ist gut, oder wir machen die Rumpfstärke der Korvetten.
dass wir die erhöhen. Das ist aber enigmatisch. Ja, wir machen das enigmatische Tor, machen wir. Ist in Ordnung. War immer schon, war noch nie ein Fehler. So, und jetzt würde ich aber sagen, dass wir tatsächlich die Kriegsmüdigkeit bearbeiten. Da brauchen wir einen Militärtheoretiker. Da haben wir einen. Der hier. Oh, Forschungsmission. Oh Gott. Was ist mit dir? Wo ist der Militärtheoretiker? Wir haben nicht genommen, nein. Wir möchten den Militärtheoretiker, hallo. Ach, der ist auch auf Forschungs... Aufgegebene Terraforming-Maschine. Seit unserer Erstbesiedlung von Xerac Prime sind mehrere Anomalien. Hat sich im Moment was verändert hier. Okay. Oh Gott, Leute. Sind mehrere Anomalien in der Biosphäre des Planeten entdeckt worden. Das Ökosystem ist instabil und hat sich nicht entsprechend der prognostizierten Modelle für eine Welt dieses Typs entwickelt. Unsere Wissenschaftler vermuten äußere Einmischungen und dieser Verdacht konnte nun bestätigt werden. Einige unserer Kolonisten haben einen großen unterirdischen Terraforming-Komplex gefunden, der vor Jahrtausenden gebaut wurde. Die Ausrüstung war anscheinend mitten im Terraforming-Prozess deaktiviert worden, weshalb die Biosphäre des Planeten in ihrem jetzigen unfertigen Zustand ist. Wenn wir genügend Energie bereitstellen, sollte uns die Reaktivierung der Maschine gelingen. Wie das Endresultat aussehen wird, kann aber nicht vorausgesehen werden. Gucken wir gleich mal. Und magnetische Unterbrechung. Das starke Magnetfeld um Zimtauri Prime hat die elektronischen Instrumente auf der Oberfläche schon immer gestört. In letzter Zeit war der Effekt auf unsere Computer aber besonders deutlich. Bis jetzt ist unbekannt, was diesen Anstieg bewirkt haben könnte, aber wir vermuten, dass es nur von vorübergehender Natur ist. Folgende Effekte keine. Welcher Effekt? System Survey complete. Starkes Magnetfeld. Ah. Okay. Magnetische Unterbrechung. Okay. Also das wird quasi ausgehebelt, vermute ich mal, oder? Gut. Auf Zimtauri. Right. So, jetzt warte. Oberstivum-System vollständig erkundet. Sehr gut, dann bauen wir da eine Sternbasis hin. Und du, mein Sohn. Gibt es hier irgendwas in der Nähe? Kann man hier die Anomalie untersuchen? Pause. So, Higashik. Da haben wir einen arbeitslosen Spezialisten. Speziell. Ah, dieses Ernährungszentrum sollten wir jetzt mal tatsächlich irgendwo hinbauen. Aber vielleicht nicht gerade nach Higashik. Ich sehe bei Higashik eher auch ein bisschen Forschung. Debris analyzed. Gut. Ah, stopp, hier unten, Leute. Der Krieg. So, ja, und jetzt sage ich euch eins. Wir müssen aufhören. Die Folge ist rum. Die Folge ist rum. Wir machen den Klassiker, was wir eigentlich... Oh mein Gott, Shudra Prime. Wir müssen aufhören. Ja, ist so. Wir müssen uns die Planeten noch kurz angucken, was wir da machen. Wir haben arbeitslosen Quentarbeit, machen noch einen Generatordistrikt hin. Auf Katz haben wir auch einen Arbeitslosen, auch einen Arbeiter. Ja, da würde ich auch nochmal einen Generatordistrikt hinknallen. Und auf Koros können wir. Oh, schaut mal, der wird richtig schön geforscht jetzt. Mein lieber Mann. Da würde ich da fast noch einen draufsetzen und sagen, Leute, wir forschen nochmal. Ja, und die Genklinik, weiß ich nicht, ob wir die jetzt unbedingt bräuchten. Können wir irgendeine Entscheidung machen? Wir können Luxusgüter verteilen. Na, braucht man nicht. Kriegsref brauchen wir nicht. Bevölkerungskontrollen braucht man nicht. Artefakt an Museum. Todespriester machen Einigkeit. Todespriester-Jobs machen 27 Einigkeit.
Plus 10% sind, sagen wir mal, 3. Dann haben wir 30 Einigkeit und dafür 2. Nö. Dafür die Artefakte auszugeben, sehe ich nicht so richtig. Ja. Oh, Freunde. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Okay. Brutal, oder? Anja von Gebser, keine Befehle. Ja gut, wir möchten die noch ein bisschen verteilen. That must be. Aber jetzt weiß ich halt auch nicht so ganz genau, was wir da machen, wie wir es am besten machen. Ich habe jetzt halt auch. Ja. Komm an, ja, von Gebser, flieg mal nach Shudra. Dauert ja lang genug, oder? Ein Jahr? Geht. Ein Jahr geht eigentlich. Er baut die Sternbasis. Er untersucht die Trümmer. Ja, das ist halt jetzt unsere Strike Force. Wenn wir gegen die Mining Drones kämpfen könnten, der fliegt hier rüber. Okay, Leute, und das? Wir lassen ihn weiterlaufen, lassen den Monat weiterlaufen. Vielleicht ist immer der Monat. So, stopp. Und das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, beziehungsweise lasst ein Follow da und ein Sub und was immer man hier macht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.